Hallo, meine liebe Freunde, herzlich willkommen heute am Sonntag um 15 Uhr und vorweg schon mal richtig fettes Sorry, denn ich habe es nicht geschafft, Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 15 Uhr Videos zu bringen, da die Woche so dermaßen vollgepackt war, dass ich euch schwöre, dass ich mich heute hinsetze und alle Videos für nächste Woche drehen werde, bearbeiten werde und zum richtigen Zeitpunkt hochlade, sodass für nächste Woche bei eurem Pokémon wieder 6 Videos auf Level haben, Leute. Heute habe ich euch versprochen, wollen wir die Karten, die wir bekommen haben, vom Bruno, ich meine Philipp aus Mainz war es, vom 151-Set gucken, ob wir das Master heute abschließen oder wenn uns welche fehlen uns noch, diese notieren wir dann im Bild. Ich denke mal, wir haben Zettel und Stift im Bild gleich und werden das dann hinzufügen. Hier haben wir einmal meinen deutschen Bein nach Pokémon 151. Vorweg haben wir natürlich zum Abhaken, zum Kreuzen immer wieder das gute Relaxo drauf, das Info für Spielerheft. Wir beginnen das Master-Set wie gewohnt bei eurem Pokémon wie immer mit 4 Original-Booster. Ich hole mal eins raus. Wir haben einfach eine Booster-Sleeve mit Fotokleber in den Beinen da geklebt. Und ihr wisst, Pokémon, die hasst Lücken. So habe ich alle Karten gefüllt mit den Pokémon-Background-Seiten, wo ich 151 ausgeschnitten habe aus den ganzen Boxen, die wir aufgemacht haben. Und in der Mitte haben wir natürlich das Relaxo. OVP aus der TTB. Das hole ich jetzt nicht raus, weil das ist noch in der OVP-Sleeve drin. Genau, und je öfter ich es raushole, desto bad wird das. Und wir beginnen einfach mal mit der nächsten Seite. Typisch auch da bei eurer Pokémonie beginnen wir immer mit den Energiekarten. Da habe ich, ich nehme mal Feuer raus, weil es brennt heute, immer die Holo-Energie vorne, die Normal-Energie dahinter. Das ist komplett abgeschlossen. Und da können wir einmal schauen, ich lege die Karten, die wir haben, bekommen haben, hier mal ins Bild. Da könnt ihr ein bisschen sehen, welche Karten wir jetzt ansteuern werden. Moment. Jetzt sollen sie gerade im Bild liegen. Einmal rüber glänzen auf die Kamera. Das nächste Pokémon auszusuchen ist Nidoran männlich Reverse. Karte Nummer 32. Bis dahin haben wir alles original da. Die Karten in beiden Versionen. Wie gesagt, immer die Reverse-Karte vorne. Hier haben wir einen Hashtag. Ich weiß gar nicht, von wem ich die Karte bekommen habe. Oder das war nur ein Beispiel, aber das ist natürlich. Bekomme ich Karte von euch mit Signatur auf das Sleeve, dann kommt die Sleeve natürlich mit in den Bein da. Da oben können wir zum Beispiel sehen, von guten Andy, das Ninetales, Volona EX, Deutsch auf Dings. Und hier kommen wir zu Karte 32, ihr könnt den Reverse-Effekt wahrscheinlich sehen. Können wir jetzt Nidoran, denke ich, als erfolgreich abgeschlossen haben. Dann habe ich hier einmal Nidoking als Reverse. Die gibt es ja in Reverse und in Holo voll. Da muss ich einmal schauen hier, weil ich habe hier zwei Karten drin. Die haben wir schon in Reverse. Das macht aber gar nichts, denn dann kommt diese Karte einfach mit in das Set. Und ich werde mal schauen, ob ich mir vom guten Philipp einfach mal selber ein Stift nehme und den Namen hinten drauf schreibe. Und dann haben wir als nächstes Nokshan in Reverse, Karte Nummer 107, Pokémon Nummer 107. Das heißt, ich denke, wir können einmal kurz durch den ganzen Beiner sliden. Hier haben wir Knuddeluff EX. Wunderschöne Karten. Immer die Reverse-Karte ist oben, die Normal-Karte ist unten. Das wunderschöne Arcani. Ein mächtiges Pokémon aus der Kanto-Region, welches viel zu wenig, glaube ich, in Szene gesetzt wird, auch im Spiel, blau, rot, gelb. Da oben haben wir Simsala, die EX, die normale EX aus dem Set, da haben wir auch eine Promo von. Da kommen wir später aber nochmal zu. Wunderschöne Karten. Da haben wir Geowatt als EX-Karte. Und so bei manchen Pokémon, denke ich mir, da hätten wir vielleicht auch eine richtig geile EX draus machen können. Wie zum Beispiel beim Gengar. Gengar hat so ein geiles Artwork. Wo ich denke, eigentlich hätten wir von Gengar auf jeden Fall eine EX-Karte gebrauchen können, oder? Was denkt ihr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Was ist so eure Karte, wo ihr denkt, da brauchen wir auf jeden Fall? Jetzt schaue ich einmal. 14. Was ist denn die Karte 115? Habe ich da einen Switch gemacht? Ha! Da haben wir die Karte. 115 ist nämlich das gute Kangama EX, womit wir so die nächste Lücke schließen können. Und ich denke, wir haben bis jetzt keine Karte gesehen, die einzeln im Bein da war. Somit kommen wir dem Master Set immer näher und dürften gleich auf das gute Nokshan treffen. Nokshan haben wir schon vorbei gehabt. Da ist Nokshan, hier unten. Danke, dass ihr mich erinnert habt, Leute. Da unten haben wir Nokshan. Darum war Kangara nämlich gerade nicht die oberste Karte, weil ich Nokshan total verpennt habe. Dann habe ich als nächstes Starmie Reverse. Die müsste auch gleich kommen. Da weiß ich gar nicht, ob mir die wirklich fehlt. Aber
Starmie Reverse ist vorhanden. Ich habe noch eine Reverse bekommen. Das heißt, es fehlt uns Starmie Holo, glaube ich. Notieren wir das mal bitte mit. Starmie fehlt Karte Nummer 121. Das notieren wir einmal im Bild mit. Ich stecke die damit rein vorher. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Pokémon, zu einem meiner Lovely-Pokémon aus der Kanto-Zeit, nämlich zum Gyarados, welches man sehr früh im Spiel erhalten kann, ein mächtiges Pokémon. Haben wir jetzt als Holo gehabt, haben die Reverse jetzt hinzugefügt. Natürlich ist die Holo hochwertiger als Reverse, so darf die Reverse leider hinter das andere Gyarados wandern. Aber das macht gar nichts, so ist es abgeschlossen. Und bisher fehlt uns nur eine Karte. Als nächstes habe ich hier Aquana Reverse. Wo ich gerade fühle, hä, warum ist denn da keine Sleeve drum? Haben wir gleich unter der Kamera liegen und meine KTM Perfect heißt die von Amazon erworben. Die wir jetzt unter das Holo Aquana setzen dürfen, um so gleich die nächste Lücke zu schließen. Dann habe ich als nächste Karte Ammonitas, die ist wieder nicht in einer Perfect. Ach, die sind glaube ich alle nicht in Perfect heißt Sleeve, weil ich die vorhin, heute Morgen, aus den Top-Rollern rausgenommen habe. Das macht gar nichts, das können wir immer live dabei machen. Haben wir einmal Ammonitas Reverse. Die wir einmal hier oben finden, da haben wir bisher nur Ammonitas Normal. Das heißt, die Reverse Foil darf davor gesteckt werden. Und somit ist dieses Pokémon really nice abgecatcht. Wir kommen wieder zu Aerolock Tür Reverse. Ihr seht, die Woche war so voller Stress. Ich habe die Karten schon alle aus dem Card Holder rausgenommen. Aus dem Top Loader. Habt ihr aber nicht in Perfect Size gepackt. Jetzt können wir die Reverse-Karte hinter die Holo-Karte stecken. Auch damit ist Aerodactyl auf jeden Fall gecatcht, Leute. Dann kommen wir zum nächsten Pokémon. Da haben wir das wunderschöne Arctos, der Kanto Eisvogel. Der finde ich mit Viridium, den ganzen und den Arctillas und sowas, nice Nachkommen bekommen hat. Aber ich finde, die drei Kanto-Vögel, Arctos, Lavados und Zapdos, sind bisher in keiner Edition auch nur ansatzweise erreicht, oder? Der wahre Glanz bleibt und steckt in diesen Pokémon drin. Das heißt, wir haben Pokémon bis 151 Mew jetzt abgeschlossen. Uns ist aufgefallen, uns fehlt Starmie, Mew oder Holo. Normal oder Holo, weil wir hatten zwei Reverse da drin. Und dann geht's weiter. Dann sind die Pokémon alle gecatcht, Leute. Alle Pokémon sind gecatcht. Dann geht's weiter zu den Trainerkarten. Und da habe ich hier einmal liegen Helix Fossil Reverse, die wir gleich vor das Normal Helix Fossil setzen dürfen, um somit auch dieses Item als gecatcht abzuzeichnen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Item, nämlich zum großen Luftballon. Das Phase 2 Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, hat keine Rückzugskosten. Richtig nice für ein cleveres Spiel. Auch dieser Luftballon wird jetzt vor den Normal Ballon gesteckt, wenn er dann will. Dann kommen wir zum nächsten Item. Das habe ich wieder im Perfect Size Leaf. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Gestern habe ich die sogar aus den Cardholdern rausgepackt, aus den Top-Holdern. Und zur Seite gelegt, damit ich auf jeden Fall das Video heute mit euch machen kann. Habe ich Überreste Reverse. Und zwar haben wir die hier oben einmal in Szene gesetzt. Zwischen zwei Holometallenergien. Ihr wisst ja, Pokémon, die Hasslücken. So habe ich den beinahe so sortiert, dass wir alle Karten in Szene gesetzt haben. Und damit kommen wir jetzt zu den Illustrator Cards. Und wir starten gleich mit einer Karte, die ich absolut feier. Denn dieses Anton erzählt die ganze Geschichte, Anime-Geschichte in einem Bild, oder? Einfach Anton mit den Händen am Kopf. Wie soll es auch anders sein? Darf jetzt eingefügt werden. Karte Nummer 175. Da sehen wir, fehlt uns noch Shillock. Die notieren wir bitte. Das müsste Karte Nummer 67 sein. Dann fehlt uns Glumanda Nummer 168. Den notieren wir auch. Dann haben wir da 70, 71, 72, 73, 74. Dann kommt hier Anton Hill mit 75. Da haben wir das gute Quapuzzi. Das war halt meine erste Karte, die ich gezogen habe als Illustrator Card. Dann kommen wir zu Tangela mit der Karte Nummer 178. Die kommt vor Pantimos gesetzt. Und mit Ammonitas 180 nach 177 nach 179 Pantimos haben wir diese Seite gecatcht. Da oben können wir einmal wieder sehen, dass ich die Karte erhalten habe von einem nice Bro, der das Ganze signiert hat. Ich hoffe, du siehst dieses Video und kannst so sehen, dass ich all eure Karten, eure Signatur in Ehren halte. Und wir gehen rüber zur nächsten Seite. Da kommen wir zu den Full Art Karten.
Ja, zu den Vollarkaden. Oben habe ich in den zwischen den beiden Wasser-Holo-Energien. Ich meine, ich packe den beinahe mal anders. Das ist ja alles ziemlich düster heute. Habe ich zwischen den beiden Holo-Wasser-Energien natürlich, wie soll es anders sein, passend zum Bild, das wunderschöne Dragonier. Dann kommen wir zur Karte Nummer 182. Passend zur Pflanzenenergie darunter haben wir hier den Bisaflor-Slot. Dann kommen wir zu 184. 183 ist der Fire-Slot. Ich brauche eine Kamera eigentlich, die sich mitbewegt, oder? 183 haben wir hier den Fire-Slot, natürlich Lurak EX Full Art. Dann fehlt natürlich noch Wasser, das ist Tool Talk EX Full Art, die wir auch jetzt abgeschlossen haben. Und so geht es dann weiter mit 185, welches hier oben als Finsternis-Pokémon. Moment, die Kamera wieder ein bisschen gedreht. Als Finsternis-Pokémon haben wir das Arbok. Und ich finde, Fokus, dieses Arbok sieht irgendwie Hammer aus, oder? Haben wir das bei allen Full-Arkaden, dass das Pokémon unscharf wirkt? Bei Volnona, Volnona ist so schön, ey. Dass dieses Pokémon einfach unscharf wirkt? Aber genau das ist wahrscheinlich der Effekt. Denn 151 ist ja schon 25 plus Jahre alt. Aber haben wir gecatcht, dann kommen wir zur nächsten Karte, 186. Zwischen den Feuer-Holo-Energien zum wunderschönen neunschwänzigen Fuchs. Nein, wir reden nicht von Naruto, denn wir reden von Pokémon, vom guten Volnona. Haben da das Knuddeluff EX schon gehabt und switchen dann weiter zur nächsten Seite. Wo wir Geowatz mit der Metall, mit der Bodenenergie-Holo haben, kommen dann zu Simsala 188. Moment, jetzt habe ich hier, glaube ich, einen kleinen Switch drin. Ne? Mhm. 187 ist Knuddeluff. Das ist immer doof, ne? Wenn man Beine vorbereitet, die Karten sind noch gar nicht da. Und dann vergisst man irgendwo eine Zahl, eine Karte. Und dann passt das ganze Bild nicht mehr. Ne? Also hier haben wir jetzt 186 Volnona EX heute erhalten. Vorhanden war Knuddeluff EX 87. Jetzt kommen wir zur Karte Pokémon Simsala EX 188 Full Art. Switchen dann um zu Karte Nummer 190. Das ist die Karte nach Geowatz. Das heißt, auch hier dürfen wir eine Holo-Energie rausnehmen. Packen dann Kangama EX da oben hin. Das passt auch sogar so ein bisschen zu der zum Geowatz. 190, da kommen wir jetzt 189, 190 zu 192. 191 ist da unten das. Die Energien wechsle ich gleich. Ich bin gerade ein bisschen wirklich nicht on board. 191 haben wir Rosana. 192 ist Zapdos EX. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gleich wandern. Und dann kommen wir zu 193 und da stimmt mein ganzes Bild wieder. Denn welches Pokémon sollte besser auf diese Psychoenergie passen als Mewtwo EX Full Art? So Leute, damit haben wir noch eine Karte in der Hand, nämlich Giovannis Charisma 197 von 165. Und das müsste die Karte sein, nach der guten Erikas Einladung Altart, die hier unten reinkommt. Und damit haben wir alle Karten, die wir in der Woche erhalten haben, vom guten, ich meine Tobias aus Mainz war es, ich hoffe, ich habe jetzt keinen falschen Namen gesagt, da es ja schon ein paar Tage her ist, und ich so viel um die Ohren habe, dass ich mir aber eigentlich denke, ich kann meinen Namen merken, das Ganze eigentlich abgeschlossen. Hier haben wir noch Bisaflor EX Alternate, uns fehlt noch das Tool Talk Alternate. Special Illustration Rare. Da können wir sehen, vom guten Jules habe ich das Lurak EX erhalten. Bisaflor habe ich, glaube ich, auch selber gezogen. Hier oben haben wir das wunderschöne Simsala. Da haben wir Zapdos, habe ich auch vom Jules erhalten. EX Special Illustration Rare. Und da fehlen uns auch noch die eine oder andere Karte, die wir brauchen, um das ganze Set als goldene Karte abzuschießen. Die werden wir beim Video notiert haben. Denn ich, euer Pokémonie, braucht eure Hilfe, um das Set Pokémon 151 Deutsch auf jeden Fall das Master abzuschließen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da kommen wir nochmal zu den Promokarten. Das sind wieder leere Seiten. Da muss ich gucken, was ich damit mache. Da ich denke, dass ich all meine doppelten Holo oder mehr in den Tauschordner packen werde, um irgendwann mal auf in der Community auf jeden Fall was vom Tauschen da zu haben. So Leute, das war einmal das gute Set Pokémon 151 Deutsch von eurem Pokémonie, was wir zusammen vollgesammelt haben. Und wir haben gesehen, uns fehlen noch eine Handvoll Karten. Die werden wir zusammen erhalten, wenn ihr mitmacht.
Daumen, kommentiert bitte, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr nicht habt, abonniert gerne. Und ich denke, unsere drei Kanto-Starter-Pokémon in Full Art werden ja gar aus den Beinen da rausspringen, wenn die erfahren, dass das Set vollständig ist. Let's go, Leute. Come on, catch it all. Vergesst nicht, morgen ab 10 Uhr wieder Daily Booster Opening. Und um 15 Uhr öffnen wir wieder Pokémon Tinboxen oder halt Briefe und Kartons, die ich hier noch stehen habe. Let's go, euer Pokémon, catch it all.